Hi und willkommen bei mir, Luigi Nummer 1. Und zwar haben wir bedauerlicherweise ja gestern durch einen Patch im Spiel unseren Solo-Money-Glitch verloren. Aber don't worry, be happy. Ich habe euch eine andere Version und die funktioniert immer noch. Und zwar zeige ich euch erstmal, was eigentlich genau gepatcht wurde. Und zwar, wenn ihr jetzt auf einen Roller euch setzen tut und das Verkaufsmenü öffnet, so werdet ihr sofort von dem Fahrzeug runtergeworfen. Das hat Rockstar vergangene Nacht im Spiel geändert. Damit war es uns unmöglich, mit dem Verkaufsformular wieder auf den Roller aufzusteigen. Aber der liebe Lurch hat euch eine Lösung. Ich muss aber ehrlich zu euch sein, die ist tricky, die Lösung. Die ist wirklich tricky, aber es funktioniert. Und zwar fangen wir mit dem Glitch ganz von vorne kurz an in der schnelleren Version. Wer die ausführliche Version vom Money Glitch benötigt, soll bitte mein vergangenes Video angucken. Verlinkt ist es in der Videobeschreibung. Dort ist die ausführliche Beschreibung des Money Glitches zu finden. Für alle diejenigen, die den Glitch schon kennen, hier die beschleunigte Version. Also, um den gestrigen Patch im Spiel zu umgehen, gehen wir vor wie schon einmal, und zwar Dreieck und Steuerkreuz nach rechts drücken zum Absteigen vom Roller, das Verkaufsformular öffnen und auf den Faccio-Roller gehen. Soweit ist alles gleich. Ab diesem Zeitpunkt jetzt hier müsst ihr schnell sein. Sobald ihr auf Kaufen drückt, müsst ihr sofort auf Dreieck drücken und auf den Roller aufzusteigen, seht ihr? Wenn ihr das hinbekommt, habt ihr gewonnen und ihr könnt euer Fahrzeug wieder duplizieren. Ihr müsst da aber wirklich, wirklich schnell sein. Am besten, bevor ihr X drückt zum Kauf des Rollers, solltet ihr mit einem anderen Finger schon bereits die Dreiecktaste berühren und sofort mit Kauf gleich mit dem anderen Finger die Dreiecktaste betätigen, damit ihr wieder aufsteigen könnt auf den Roller. Dann funktioniert der Glitch immer noch. Also es ist eine Timing-Sache, ich nenne es gerne eine Tricky-Sache, dass der Glitch abermals immer noch funktioniert. Ich weiß, Leute, es ist nicht die beste Lösung, aber es ist eine Lösung, die es uns erlaubt, weiterhin Lowrider zu duplizieren. Versucht einfach, ob ihr es hinbekommt, wenn nicht, wartet einfach auf den nächsten kommenden Money-Glitch. Falls ihr es doch hinbekommt, ja, dann freue ich mich für euch und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Duplizieren. Aber ich dachte mir, ich haue mal diese Lösung für euch raus, weil viele haben vielleicht irgendwie Frust, dass sie gesagt haben, hey, musste das jetzt passieren? Ich wollte gerade erst anfangen, Lowrider zu duplizieren, weil ich gerade eben erst auf das Video aufmerksam geworden bin und so weiter und so fort. Hier ist eine andere Variante. Wie gesagt, beim Kauf des Rollers, wenn ihr X drücken müsst, positioniert schon einen anderen Finger auf der Dreiecktaste und versucht es so geringfügig wie möglich vom Timing zu halten, dass ihr sofort Dreieck drücken könnt zum Aufsteigen auf den Roller. Dann funktioniert der Glitch genauso wie in meinem ausführlicheren Video von gestern. Zum anderen möchte ich mich bei meinen Lurchi-Männers bedanken, dass ihr alle beim Oxygen vorbeigeschaut habt. Der Mann hat sich riesig gefreut und ich denke, das ist für ihn eine super Motivationsspritze, dass er mal wieder unter einem Video knapp 100 Likes kassiert hat, weil das war bei ihm mittlerweile eine Seltenheit, muss ich sagen. Aber ich habe ja gesagt, meine Lurchi-Männer sind die besten Männer und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr mir den Gefallen getan habt. So, ihr seht, ich bin bereits mit meinem duplizierten Fahrzeug in der Garage. Jetzt möchte ich euch noch kurz etwas dazu sagen. Viele haben gefragt, ob man das Fahrzeug euch auch einlagern kann. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, dass das auch geht. Und zwar, anstatt das Fahrzeug direkt jetzt zu verkaufen, so wie gestern, ändert ihr jetzt einfach die Nummerntafel und fahrt in eine Garage, wo noch ein freier Stellplatz, am besten eine komplett leere 10er Garage ist. Dann könnt ihr das Fahrzeug abspeichern und der Dune Buggy verschwindet dann auch nicht aus dem Biker Clubhaus und ihr könnt direkt weitermachen mit dem Glitch. Also das wäre jetzt noch eine verbesserte Version. Wenn ihr das Fahrzeug
in Customs habt, haut eine andere Nummerntafel drauf und fahrt es in eine 10er Garage, wo noch ein freier Stellplatz zur Verfügung steht. Das muss sein, ein freier Stellplatz muss frei sein, wenn ihr reinfahrt. Dann verschwindet auch der Dune-Buggy nicht, so wie in meinem Video jetzt. Und ihr könnt mit dem Glitch direkt wieder von vorne anfangen. Ich hoffe, das Video hilft euch. Wenn ja, haut mir ein Like rein. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Abonnieren, wenn ihr das erste Mal bei mir seid. Ich bin raus. Euer Lurchen Nummer 1. Macht's gut. Und vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir so geholfen habt mit Oxygen. Ich wusste, dass ich mich auf meine Lurchi-Männers verlassen kann. Ja, mein herzlichsten, größten Dank an euch. Ich bin raus. Euer Lurchi Nummer 1. Macht's gut. Bye. Was a group hugs out of the question?